Achso, bringst du die gerade schon ab? Okay, sie bleiben zumindest aneinander. Oh Gott! Zumindest kriegen wir von den Dingern noch Schuh. Jetzt ist das in einem Silent-Moment. Unglaublich. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Kerbal. Zu zweit verpeilt heute mit dem Fighter Force und wir sitzen alle mal in einer Wohnung. Hallo. Hallo. Irgendwie haben ein paar Leute... Ihr wolltet einfach keine Facecam, weil ihr alle Hobbits seid. Nein, wir sind keine Hobbits. Ja, ich hatte mal irgendwann mal Kerbal gespielt, aber wir wollten jetzt mal, wenn wir ja schon alle an einem Ort sind, was extrem Fallisches bauen, also wird das wahrscheinlich eher so ein Fail-Video. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Pod. Genau, wo irgendjemand reinkommt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo hier irgendwas ist. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Das sind die Trenndinger, oder? Hier ist nee, das ist zum Bewegen. Das ist auch zum Bewegen. Ja, also Stabilisator brauchen wir ja immer. Genau, die können wir... Wo ist jetzt die Kapsel hin? Warum ist das erste wieder weg? Oh nein. Das gibt's doch nicht. Was ist hier los? Ich weiß. Okay, das ist ein bisschen größer. Kann man es nicht oben drauf packen? Könnte man sogar auch, glaube ich. Das ist ein Fuel Tank. Oh Mann. Das ist, glaube ich... Das ist auch so was Kleines. Was Großes. Was Großes. Größeres. Also es ist nicht kombinierbar, das heißt, da muss doch was dazwischen kommen. Haben wir Lust? Ah! Das ist kombiniert. Was ist passiert? Ich weiß es doch auch nicht. Du rastest vollkommen aus. Oh nein, er rastet aus. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Was tue ich hier? Nein, was tue ich hier? Ich weiß es auch unglaublich. Nicht. Deswegen mache ich ja normalerweise... Ich wollte ein neues machen, weil ich krieg die... Irgendwie hat sich's aufgehangen. Hallo und herzlich willkommen bei Fail. Okay. Den Pod aber da drauf sitzen. Warum geht das nicht? Ich glaube, da muss dann auch was Fisch kommen, Angelus, sonst würde der nicht, irgendwas. Wo sind denn diese, ey, so lange nicht gezockt? Wo sind denn die Abschnitte? Die Kubler oder sowas. Die Kubler, ja. Die Kubler. Wo auch immer die sind. Da hast du einen. Das ist bestimmt so ein, oh, das ist noch ein großer. Ja, das passt doch. Nice. Geht doch, aber... Das ist so schlecht. Eigentlich hätte ich mal was Größeres nehmen sollen, wa? Ein Tank. So einen großen Fuel Tank. Ach, fangen wir erstmal klein an. So klein? Größer am besten. Ja, größer kommt nach unten, glaube ich. Ja. Wo hab ich denn die Kappler her? Ich glaube zwei runter. Noch eins. Nee, jo. Das sind Rampen, oder? Ja, da sind die dabei. Nächste? Genau. Haben wir schon mal, man müsste ja erstmal, wir bräuchten ja erstmal noch oben irgendwas. Das ist eine Jetturbine. Wie oben? Ich hatte noch nie so viele Teile, deswegen. Ja, was meinst du, wie es mir geht? Oh Gott, es kommt an die Seite, da muss es hin. Nochmal, die Kappler. Oh, das ist ein großer. Das ist ein ganz großer. Genau. Aha. Jo. So, haben wir schon mal ein Flüssigkeitsdings und eine Rakete und... Rakete? Sind denn die Fallschirme? Die sind oben, glaube ich, oder? Da war Box. Ja, hätten wir das denn genommen, dann würden wir nicht wieder Arme... Wie heißen die denn nochmal? Survivability, da genau. Genau. Ich hatte auch noch nie so viele Teile, das ist... Ich glaube, das ist seit dem letzten Update ist jetzt... Nee, ich hatte noch nie in dem, Docking Unit? Nee. Das ist Powershoot. Na, passt schon. Ja, was will ich da drauf? Doch, das kommt doch drauf. Gut. Und dann sollten wir mal unten... Erstmal gucken, ob das Ding überfliegt. Ich weiß es nicht mehr, ich hab das... Nee, es muss was Großes, was Fallisches. Es ist schon mal fallisch, also... Noch fallischer.
Noch fallischer. Es müssen unten zwei Dinger es unten muss dran. Ein Punisher werden. Ach. Das ist klein. Der ist zu klein. Wir machen ja hier nicht Fighter Force. Oh, hey. Der ist zu groß. Es geht zwar auch zu groß, aber. Oh. Okay, das ist ein ganz großer. Der aber auch passt. Wir müssen noch so ein. Die sind zum Steuern. Haben wir davon schon einen? Ich glaube, oben hatte ich eins dran gesetzt, wa? Ach, machen wir unten nochmal eins. Wir haben keine Ahnung, was wir tun, aber. Ja, irgendwie wird das schon fliegen. Machen wir uns keinen Kopf draus. Also werden nur viele kleine grüne Männchen sterben. Das ja. Genau. Der ist zu klein. Der ist zu klein. Der ist ein bisschen größer, aber zu. Mach mal den da. Ja, das geht ja. Genau, jetzt muss noch unten was ran. Brauchen wir noch was zu stabilisieren für den Start? Irgendwie so? Nö, dafür sind die Reaktionsdinger da. Okay. Ich meine so, Konstruktionsstreben. Nee, Fall. Das muss bloß, wenn das grob an der Seite irgendwie nach vorne ist. Ich suche bloß so eine kleinen. Es gab Flügel? Irgendwo noch. Womit man das dran macht. Was dran? Ja, das sind die Seitendekubler oder sowas. Oder wie? Oder was? Ja, sowas meine ich. Das die sind da drunter, genau. Und du meinst sowas hoch. Hier, so, diese Strings? Da. Ah, okay. Machen wir erstmal zwei, um... Kannst du auch mal einstellen? Daneben. Daneben? Anderes daneben. Ah, okay. Nehmen wir erstmal zwei, wa? Dass es auch fallisch aussieht. Und dann? Ja, sind schon mal zwei. Direkt am Kabel? Einfach mal Booster daneben, oder? Diese Fressstoff. Die Feststoffbooster. Und ja, noch zweimal die roten. Boah, wird sich ein bisschen nein. Geht schon alles. Wir brauchen dann nur noch für oben halt so, Passt. Passt alles. Brauchen wir nur noch so Aerodynamik. Kapseln. Ich dachte, wir heben nicht mal ab mit den Dingern. Oh. Geht schon. Ja, welchen klein? Nein. Nehmen gleich die ganz großen. Nein. Yeah. Wir hatten den mittleren da. Und den nochmal. Und du willst jetzt ein Hütchen oben drauf natürlich. Machen? Natürlich. Na klar doch. Alles ist besser mit Hütchen. Nicht alles. Nehmt Gummis, Leute, nehmt Gummis. Ich sag's euch. Ist die? Warum? Nee. Wir sind dann leicht aerodynamischer. Gehen wir jetzt runter. Genau. Siehst du? Da, hier. Nee, das sind für die Antrie- Und was da oben? In der Mitte? Runter? Mitte? Das? Ah, das sind die. Die sind aber zu klein. Ja, bitte. Airstream. Hä? Oh. Das sah da ganz anders aus. Warum sieht das denn hier so aus? Wenn man das ja. Rocket Nose. Ja, das ist. Siehst du? Sieht nur ganz. Nice. Was ist das hier eigentlich? Sieht nur ganz leicht aus wie ein. Wie was Fallisches. Und jetzt rauf da. Wie nennen wir sie? Beauty Guy. Nein. Die Fail One. Genau. ZZV Fail One. So, macht man hier die? Ah, okay. Hier sind ja die Dings. Ja, jetzt kannst du das alles noch ein bisschen einstellen. Genau, das sind die, ja, die sollten zuerst weg, wa? Wer weiß, die sollten aber auch zuerst starten. Das sind die? Das sind die zwei. Genau, starten wir erstmal. Starten erstmal die. Mhm. Und beim Abkoppeln können wir die starten. Okay. Und. Das ist dann. Für später. So, mal gucken. Das wird schon schief gehen. Gucken wir mal, es steht ja auch von selber, denke ich mal. Naja, ich hatte vorher noch ein bisschen was gemacht.
Gucken wir mal, was passiert. Das wird wahrscheinlich extrem schlecht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Stabilisatoren. Brauchen wir nicht. Wir haben auch keine, glaube ich. Ne, wir haben keine. Okay. Greifen wir mal die 3. 3? Oder? Ich muss erst mal gucken. Ah, okay. So, gucken wir mal. Es springt nicht an. Warum nicht? Ich weiß es auch nicht. Treibstoffe sind ja nicht krank, oder? Nö, nö. Es ist... was haben wir vergessen? Da oben auch was, meine ich. Es müsste eigentlich... Ich hab Hunde. Nee, man muss ja dann einfach den Treibstoff hier hoch und rund. Warum tut es jetzt gar nichts mehr? Nee, nee, man hat es ja hier vorne in dem. Okay. Also der Treibstoff ist automatisch mit dabei oder müssen wir da nicht irgendwelche. Nee, nee, haben, der ist automatisch. Oder ist das überhaupt das falsche? Nee, nee. Du kannst es direkt hier theoretisch steuern und mit der. Ach, ist das was da? Ich seh's nicht. Ich weiß es nicht. Ah, keine Ahnung. Wir haben jetzt einen Spaß. Wir sind verpeilt. Okay, du hast es weggeklickt. Ist es noch ich da? Ich glaube, dass wir, ja, müsste noch da sein. Ich glaube, dass das Falsche vielleicht ist. Nein. Das könnte das Falsche sein. Nein. Doch, manchmal hast du den falschen Treibstoff drin. Den falschen Treibstoff. Warum bin ich so weit weg? So, ich muss es doppeln. Warum ist das so kalt hier? Ist die Tür nicht zu? Das irgendeines der Fenster ist. Es ist Flüssigtreibstoff. Und das sind Dings. Okay. Müsste funktionieren. Hast du die falsche Taste gedrückt? Nee, ich hatte es nur mal ausprobiert. Ich sehe ja unten, dass der Dings immer hoch und runter geht. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwas starten. Was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, dass es die falschen Dings sind. Good Fuel. Und was haben wir da drüber für... Sind das auch Liquid Fuel? Sollten sie eigentlich sein. Na, gehen wir nochmal zurück. Ganz nach oben. Wir sind... Wir haben keine Ahnung. Oh nein. Noch zu verfehlt gerade. Oh. Gucken wir mal die gelben. Liquid Fuel Engine. Was sind denn die anderen? Irgendwo hier. Liquid Fuel Tank. Okay. Waren aber die richtigen Dings, oder? Ja. Packen wir einfach mal andere rein. Größere. Die sind für was anderes. Komisch. Also ein komisch das wieder mal. Nee, ich hab jetzt so viele. Die nach unten und. Ah, mal gucken. Also jetzt müsste es wohl hoffentlich kappen, sonst... Schlimm, wenn ihr... Wirklich Leute online gehen. Kommen, echt mal. Also irgendwie...
immer noch eine Starttaste. Also du konntest halt Geschwindigkeit hoch und runter machen, aber ich meine, es gab extra noch eine zum Zünden. Ja, ja, das ist ja die Dings, um die Stufen zu aktivieren. Das ist die Leertaste. Okay. Guck mal bei Settings immer kurz nach. Hat mir irgendwas angezeigt, das zeigt mir an. Was ist mit der Wessel? Irgendwie nicht kontrollierbar? Ich weiß auch. So wenig Strom vielleicht. Gab's sowas? Ja. Jetzt hat er mir nichts angesagt. Oder ich hätte Männchen reinpacken müssen. Kann auch sein. Ja. Ich glaube, da war irgendwas. Gucken wir mal jetzt, ob das klappt. Jetzt, ja. Okay. Klappt auf jeden Fall irgendwas. Ah, okay. Das war doch, also jetzt so eine. Das sieht doch irgendwie penismäßig aus. fallisch, fallisch habe ich gesagt. Aha. Warum hast du jetzt rausgelassen, Angelus? Ist das jetzt rausgelassen? Aber von oben ist er ein bisschen schmal. Er muss halt noch wachsen. Wenn er hier drüber sitzt. So. Weil dafür hat er aber. Ah, es fliegt auf jeden Fall. Nicht gerade, ja. Nö, ja, das ist noch der. Das. Wie lang ist nochmal was? Ja, das ist schon fertig. Oh Gott. Ja, wir müssen gleich abkoppeln. Das war's, oder? Sie haben sich nicht abgekoppelt. Oh Gott. Das war ja mal klar. Oh, haben die Decoupler nicht. Ja, es hätte schlimmer kommen können. Ich glaube, dass die Decoupler gar nicht getroffen haben. Ich glaube aber auch, dass ich da irgendwie ein Problem. Steuern! Steuern! Ich weiß auch nicht mehr wie. In die andere Richtung. Nein! Nein! Und jetzt geht's wieder tief runter. Nein! Andersrum! Ich weiß nicht mehr wie. I choose to. Es wird doch, mir wird schlecht. Du bewegst bloß die Dings. Die Kamera. Action, Action. Okay, so sieht das aus, Leute. Das sieht das aus. Ist einfach mal runterfahre. Nein! Und gleichzeitig die. Das nach oben. Das kleine Ding starte. Ja. Nein, warte! Ich auch. Es darf nicht nach unten zeigen. Wechsel nochmal, wechsel nochmal! Wir verlieren Höhe, Geschwindigkeit, alles! Ja, langsam, langsam. Und jetzt. Und boom! Nein! Nein! Das funktioniert auch nicht! Nein! Nee, das funktioniert. Wir haben nur zu viel Schub noch von der alten. Meinst du? Ja, ja, die ist kräftig. Hatten wir da nicht noch auch noch ein Triebwerk drin? Ja. Siehst jetzt, du, da. Aber es zündet nicht. Es zündet nicht und fällt einfach runter. Ist kaputt. Oh Gott, ey. Oh. Oh nein. Nein, was machst du? Ich hab's mal angehalten von der Rotation, ey. Ja, aber es ist sowieso egal, weil wir haben keinen Antrieb mehr. Und wir sind Weltraum stecken geblieben. Befreie ihn! Nein, es fällt irgendwann runter. Nein! Es steigt nicht mehr. Nein! Oh Gott, es stürzt ab. Nein. Es geht alles. Nein. Es geht noch, es brennt, aber es ist noch in Ordnung. Und das geht noch! Das geht nicht mehr. Ja, es ist es schon. Ist nicht mal irgendwas übrig. Hä? Warum ist denn hier auf einmal mehr? Du bist zu tief rein. Ich bin zu tief und da drunter ist das mehr. Wasser unter der Erde. Das war klar. Wirklich? Ja, unter der Erde ist ganz viel mehr. Okay. Ein Unterwassertunnel? Deswegen. Wir haben unendlich viele Süßwasservorkommen. Die erzählen alle nur Quatsch.
Ärger. Gut. Okay, also, wir müssen den die Kugler treffen oder hast du den abmontiert? Ach, da ist eigentlich einer. Ja. Aber warum? Ich weiß es nicht genau, punktgenau, oder? Müssen die auch keinen Abkuppler haben, die anderen? Was ist denn hier näher? Ich hab mit der Mausrad. Ja, komm ich nur vor und zurück. Nein! Geweiher. Ich war's. Das ist schon drei Leute an einem PC dran und keine, und wir kriegen hier nichts gebrochen. Ah, das ist bestimmt anderthalb Jahre her, wo ich es gezockt hatte. Definitiv. Das will ich nicht mehr. Totale Verpeilung. Oh, was war denn das? Wir testen es mal andersrum, das untere Ding treibt das hoch. Wetten, die fallen sowieso am Anfang ab? Niemals! Oh Gott, ey. Oh. Warte. Guten Tag. Ich weiß auch nicht mehr, wie das war. Drück mal Shift. Okay. Steuerung. Aha. Irgendwas. Da, siehst du? Immer da, wo man es nicht braucht. Müsste doch eigentlich hier sein, ne? Hm. Aber das ist zu nah dran. Da müssen die. Da. Nein. Zurück! Siehst du, jetzt haben wir's. Jetzt kann es funktionieren. Jetzt soll es funktionieren. Was ist jetzt mit oben? Der Ober hat ja nicht funktioniert. Warum ich? Funktioniert. Ich habe keine Ahnung, welche Taste ich drücken muss. Ja, wir sollten ja noch Taste kleiner. Ja, hier ist hoch, runter und mit links immer die nächsten. Hier. Warum habe ich nicht? Nein. Jetzt schon alles. Eine kleine Tastatur. Alles ist dabei. Es leuchtet nicht. Es leuchtet ja auch nicht. Okay, was muss ich drücken? Hier zum Hoch und Runter. So. Der Schub. Und Leertaste ist immer für die nächste Stufe. Maximum Baum. Und R und mit T konntest du, glaube ich, das anvisieren, wo du gerade drauf liegst. Also stabilisiert sich immer auf den Punkt. Mhm. Und R stabilisiert auf irgendeinen anderen Punkt. Ich weiß nicht. Von weg von der Welt. So. Das war schön, ich kenne. Ja, kommst schon früh genug wieder zurück, das ist das Problem. Ja, Power. Die kommen ja immer wieder zurück. Außer wenn man nicht, wenn man zurück will, dann bleibt man oben. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, wenn man mehr Geschwindigkeit drauf hat, dann geht mehr schief. Es zerbricht auch viel schneller bei manchen Dingen. Aber da wir so einen kleinen Penis, so eine kleine Rakete gebaut haben. So, und. Nein! Wieder nicht geklappt, oh mein Gott. Egal. Weiter, einfach geradeaus weiter. Genau. Immer weiter. Ohne mich zu drehen. Vielleicht habe ich unten noch gar keinen. Die Kabel. Ich weiß nicht mehr. Ich war das nur so ein Reaktionsringteil, denk sie. Drei Leute, vor allem PC und keiner hat Ahnung, wie das noch funktioniert. Das war das Schönste. Was mache ich da? Du, es gibt dem Ding einen neuen Namen. Guck mal. Wo sind wir denn? Wo kommen wir uns nochmal? Das kommt man oben einmal sehen hier. Ja, das. Aber deine Anzeige. Genau. Da. Also sind es, denke ich mal, 22 Kilometer. Wir sind uns nicht sicher, weil genau da, wo es steht, ist eigentlich unsere Aufnahme, unsere Anzeige für das Aufnahmeprogramm.
Schon. Guck mal. Und abkuppeln. Lass mal kurz die Restgeschwindigkeit nutzen, da. Das sind doch schon ein paar Meter mehr. Aha. Yep. Koppel ab, Rocky. Nein. Und den perfekten Moment. Er startet nicht zum Berg. Er startet nicht. Er startet nicht. Vielleicht ist das doch was anderes. Das letzte. Was ist denn das? Liquid Fuel. Und das? Liquid Fuel Engine. Okay. Das wirst du eigentlich. Was ist hier? Zum Ausschalten Shutdown. Und dann kannst du wieder einschalten. Hm? Flieg! Flieg! Kleine Biene, flieg! Es steigt, glaube ich, noch. Ja. Kommt man nicht mal irgendwann mal richtig weit rauszoomen, dass man das dann sieht? Oh nein! Also bis da hinten kommen wir noch. Ja, das ist doch kacke. Ist es ja auch. Ist doch kacke. Ich glaube, wir müssen uns da echt mal ein bisschen reinfuchsen. Jep. Sind wir? Dort. Ja, genau. Also geht's noch weiter bis zu dem Punkt und dann ist Ende, dann fällt man wieder zurück. Schleunig ein bisschen schneller. Ist schon. Hier, Maximum Walking. Es ist so friedlich. Sie wird immer kleiner. Aber nicht klein genug. Das ist doch eigentlich unmöglich, dass man mit so viel Schub doch trotzdem noch wieder zurück zur Erde fällt. Doch, irgendwann bist du ja, deine Fluchtgeschwindigkeit wird ja minimiert durch die permanente Anziehungskraft. Ja, das ist ja auch bei, zum Beispiel auch wenn du jetzt auch bei Elite spielst. Teilweise merkst du, dass dein Schiff, auch wenn der Planet sehr weit entfernt ist, trotzdem abgebremst wird durch die Gravitation des Planeten. Oder angezogen wird. Genau. Aber wenn du nicht in den Orbit reinkommst, fällst du immer wieder zurück. Dinge bleiben ja bloß oben, weil sie in einem Orbit drinne sind. Weil du siehst ja von der Entfernung des Mondes. Oh, danke dir. Du siehst ja auch von der Entfernung des Mondes, weil der Mond wird ja von der Gravitation des der Erde ja festgehalten mit seinem. Ich habe meine Kinderregel bekommen, um während des Fluges gut gestärkt zu sein. Ja, alles knistert. Leute werden verrückt. Also, ja. Aber das ist doch ganz bestimmt Afrika. Das sollte wahrscheinlich Afrika sein, und das soll das? Das ist doch noch ein Stück Europa. Ja. Sieht für mich aus wie ein Penis, der runterguckt. Hm? Alles sieht für dich aus wie ein Penis, der runterguckt, wenn du es gewohnt bist. So, da das jetzt mit den ersten Dingern nicht geklappt hat, machen wir es jetzt größer. Größer, gigantischer, sexy. Was hat das denn damit zu tun? Ich weiß es nicht. Warum tut es das? Ich... Hilfe. Oh Gott, schneller. Was mit euch? Ich Weltraumfahrt ist anstrengend. Es gibt auch Abgase und all sowas. Mhm. Oh Gott, ey. Ich bin zum Glück weit genug weg. Oh Gott, der kleine Taliban ist gekommen. Oh. Wir machen einfach so ein fettes Teil und packen Feststoffbooster unten rein. Alter, hör auf, von mir zu reden. Ja, kannst du eine Rakete antreiben? Ja. Warum können wir nicht hier, mach mal, was haben wir denn? Den dicksten Cockpit überhaupt. Jetzt wollte ich auch was sagen, dickste das Cockpit. Dickste Cockpit. Ich denke mir zwei, drei kleine grüne Menschen. Was ist denn das? Da hier, das, nee, da drunter. Daneben. Ja. Ja. Okay. Siehst du? Fett. Da kommen dann 8 Leute rein. Die können wir gleichzeitig rauslassen. An der höchsten Spitze. Ja. Hm. Links ist auch noch offen. Ich geh mal gucken. Ah, wo bin ich? Was mache ich hier? Nicht mit Commander. Hier zurück.
wo komme ich wieder zurück? Phil, okay. Wie komme ich jetzt hier wieder? Für Werte sich? Wir müssen hier viele Jump Cuts reinpacken. Viele, viele, viele. So, dann sind wir wieder zurück, weil ich nicht mehr aus dem Menü kam, weil ich nicht wusste, wie. So, ich weiß nicht, wie das hier geht. Ich kann nicht reden. Ist das hier für? Ja. Was ist das? Oh Gott, ey. Ich glaube, das ist ein Tank, oder? Okay. Oh Gott, ey. Aber für was? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Unglaublich. Nein. Es kommt sowieso das nächste. Der nächste Booster hier irgendwo. Mach keine Schleichwerbung. Mach doch gar nicht. Naja, Energy Drinks. Nein. Ein bisschen klein, oder? Ja. Das wird auch nicht so. Stabilisator eigentlich. Aber. Stabilisator, pack den auf die Nase. Meinst du, der gehört dahin? Ja. Ah. Hört schon. Wo ist das hin? Siehst du? Was gab da noch ganz groß irgendwo? Jetzt kannst du da zum Beispiel noch einen Fallschirm raufhauen. Weil wenn es dann irgendwann wieder runterfällt, dann... Da unten, glaube ich. Hoch. Genau. Siehst du? Ich glaube, der reicht sowieso nicht aus für das Ding hier. Ist doch egal. Füße. Wir brauchen Füße. Füße? Ich weiß nicht, ob das hier wirklich das ist, was es sein soll. Ja, dazu brauchen wir noch einen Dekabler. Ach, stimmt. Einen großen. Was ist denn Dekabler? Oh Gott, ey. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einer, oder? Ja, oder? Was steht denn da noch? Was ist denn? Ach, was? T-Dagger, Ordinary, das... Separate. Ja, ja. Wenn da Separate steht, ist es bestimmt mehr. So. Triebwerke? Oder? Ja, ein Triebwerk. Da drunter. Das Größte, was wir haben. Wenn das sowieso schon oben ist? Muss ja so halbwegs passen. Siehst du? Oh. Das ist, ja, das ist zu dick. Was gehört dazu? Ja, aber trotzdem. Stell dir mal vor, da willst du jetzt noch. Da willst du jetzt noch was ranbringen. Na, ich mach da drunter noch was. Und dann ist da drüber direkt. Ja. Ach, scheiße. Ich dachte jetzt, wir machen so ein. Und jetzt noch. So ein Abdecker, oder? Weiß man, so zum Separieren war. Mhm. Genau, vierfach. Wo war denn der? Zwei runter. Der war das, oder? Wenn er mal kleiner. Das ist halt der Punkt. Kannst du da nicht mehr. Geht da gar nicht ran. Irgendwo. Der sah so groß aus. Ja, nimm mal den. Ein Separator. Und dann... Geht's ja weiter. Wahrscheinlich zerreißt es einfach dann den Antrieb. Das ist von mir aus. Kein Problem. Und wir schrauben einfach alles an den Decoupler ran. So, völlig krank. Wie sind denn die? Die anderen? Die Seiten? Diese Feststoffbooster? Achso. Wo waren denn die Seitendecoupler? Die Seiten sind hier drin. Da unten ist es direkt einer. Was ist das hier? Nee, aber da, genau.
Übertreiben wir es einfach mal. Was los? Ach du Scheiße. Wo sind denn die Feststoffdinger? Brauchst natürlich oben Aerodynamik. Wir kommen doch sowieso nicht weit mit dem Ding. Doch. Glaub daran. Glaub an das Herz der Rakete. Nein. So, siehst du, das wird schon. Noch Triebwerk oder so? Oder? Nein, das sind wir schon dran. Okay. Und darunter brauchen wir jetzt nochmal einen Tank. Mhm. Was? Ja, darunter und dann nochmal den Vierfachantrieb. Ja. Das heißt, die Festen, die müssen das ganze Ding erstmal ein bisschen hochtragen. Mhm. Und darunter ist doch der andere. Ja, ja, aber darunter, da ist ja noch ein D-Kabler. So unter genau. Diesem D-Kabler nochmal so einen dicken Tank. Ja, dicken Tank und dann nochmal den Vierfachantrieb. Das ist. Die sehen immer auf den Bildern so groß aus und dann sind die ganz klein. Genau. Hm. Siehst du, vibrieren. Ja, passiert. Ist aber auch klein. Ist aber auch ganz schön klein. Ich hoffe, der bleibt stehen, wenn der. Nein, das wird er nicht. Haben wir nicht mehr den Viererantrieb, den wir immer davor hatten? Den wollt ihr da drunter klären? Ja. Ja. Nee, das ist er nicht. Der dann, genau. Genau, perfekt. So, in welcher Reihenfolge soll denn hier alles starten? Na, erstmal die Festen. Oder der Vierfache, der Dicke? Ne, ich glaube erst die Festen, wa? Ich würde eher sagen, der Feste und der Vierfachantrieb, die sollten das alle erst zusammen starten. Nein. Ne, erst die Festen, dann den Dings. Den Separierter, dann macht er den an. Und da oben wäre der Dings. Ich hoffe, dass oder ich würde erstmal den Vierfachantrieb sagen, dann die Festen und dann... Die Feststoffbooster muss ja loswerden, weil die schwer sind. Achso, okay, dann die Feststoffbooster. Gucken wir mal, was passiert. Und dann die. Es sieht irgendwie ein bisschen... Da hat irgendjemand ein bisschen gehungert. Mit Noppen zu ihrem Vergnügen. Genau, das ist nicht sehr aerodynamisch. Egal, das wird schon schief gehen. Obwohl, ich brauche ja gar keinen Antrieb für die. Es bewegt sich zumindest. Zerstört wahrscheinlich mit der Hitze erstmal den Antrieb da drunter. Ach, die können alles ab. Wollen die halt gar nichts mehr? Flieg, kleiner Flieg. Schwimmen. Achso, das ist ja kein Wahl. Oh Gott, ich hab das nicht. Aber guck mal, er ist nicht wirklich schnell. Guck mal, deswegen. Alles gleichzeitig. Nur die lustigen Gesichter. Sind doch also zwei sind euphorisch, einer weiß, was auf ihn zukommt. Abkoppeln. Die Erde ist nur noch euphorisch. Oh, okay. Okay, das ist nicht wirklich viel. Mehr. Da. Okay. Er ist immer noch euphorisch. Ich wollte ihn abschalten und dass er sich löst, aber. Nein! Ich kann ihn nicht mehr abschalten. Alles ist gut. Zumindest über groß genug war für das Cockpit. Die überleben. Immer noch ein euphorischer. Ich glaube ja, er ist völlig so. Oder die haben den Sauerstoff innen drin abgekriegt. Feststofftanks. Ja. Ja, umso mehr, umso schlimmer. Mit 10 Meter die Sekunde. Für ein paar. Ey, das ist doch jetzt bitte kein Film. Sind auch so eine Feststoffdinger. Siehst du, warte mal. Klick einfach weg. Alle, einfach ins Kläne. Ja, das sieht doch aus, als Kost. Dann sortieren wir mal nach Kopf. Ist dran? Bin mir nicht so sicher. Machen Sie Klemmen in der Struktur drinne. Auch gut. Was sollen wir denn damit anfangen? Ich weiß nicht, es sieht gut aus.
Lass uns mal starten, gucken, was passiert. Oh je. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt wieder keine Leute da drin, ne? Das ist mir egal. Wir wollen den gut starten sehen. Der startet ja nicht, mein Kinder. Da auch kurz starten. Da! Space Hunter? Ja. Ich stecke einen Piloten rein und schwimme durch den Mond. Aber wer war der Mutigste? Wir müssen hier rein, ne? Ja. Das war der, der die ganze gelacht hat, obwohl wir. Ja, den will ich auch. Immer die dümmsten Leute sind da am besten, weil die haben gar keinen Plan von dem, was sie machen sollen. Die dümmsten Leute haben einfach keine Angst. So. Der da noch? Komm, wir mal an. Damit werden wir ja noch welche haben. Frag mich nicht, wie man da rauskommt. Ich hab gerade schon verkackt. Ganz easy. Ja. Oh, dann bist du ja ganz raus. Achso, doch nicht. Siehst du? Ah. Jetzt kannst du füllen. Was brauchen wir? Zwei Piloten. Würde ich sagen. Und sind denn da so viele drin? Weil ich alle angenommen habe. Nee, ich meine, warum denn hier so viele Starts? Wir hatten auch noch gerade vier Leute drin. Ingenieur. Drei Leute. Und Scientist. Okay. Oder so. Ja. Und dann nochmal. Auf Launch. Das ist der Tod. Nein. Der pure Tod. Der Kreis des Todes. Du machst viel Boost. Aber es haben alle überlebt. Wenigstens. Sie sind zwar nicht weit gekommen. Oh Gott, ey. Crew Report, ich weiß nicht, wir sind wieder unten. Da sind wir wieder. Oder meinst du, wir machen einfach an die Dinger noch mehr Feststoffbooster und da dran noch mehr Feststoffbooster und irgendwann ja, ist das... Ja, das war der Plan. Okay. Sitzt es? Jetzt so? Nein. Jetzt so? Nein. Jetzt so? Nee. Doch. Von einem Feststoffbooster zum anderen? Da. Okay. Das hängt jetzt hier mittendrin, weißt du? Deswegen. Ja, aber wir konnten es gerade auch abspringen. Okay. Das ist ja auf der Außenhaut einfach nur drauf, die wird ja abgerissen, glaube ich, wenn der. Irgendwie was zum Ausfahren, glaube ich. Der hier. Oh, nice. Das sind die ganz fetten. Oh Gott, ey. Wenn wir es schaffen, in den Weltraum zu kommen. Ah, die wird es alle gleichzeitig sprengen, hoch. Jagen, oder? Nee. Würdest du nach und nach? Oder? Ist das nicht. Ich würde auch sagen, erstmal nach und nach und gucken, wie es erstmal ist. Das ist nämlich schon zu groß. Da kommen dann die Kleinen drauf, ja. Natürlich. Muss alles gut aussehen. Probieren wir mal. Sieht jetzt aus wie das Schiff vom Captain Future. Bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah. Aber ich glaube, wir müssen die Startreihenfolgen nochmal ändern. Nein! Doch, ich glaube schon, weil der Decoupler ist zuerst unten drinne. Wieder keine Sau drinne. Doch, da ist jemand. Ich glaube, das müssen wir nochmal kurz anpassen. Ja, mach mal. Gucken, was das... So, das sind die äußersten. Also alle gleichzeitig, oder? Oder nach und nach? Nach und nach würde ich erstmal versuchen. Okay. bräuchten wir noch eins. Die? Das sind doch die letzten Decoupler. Ja. Mit der großen. Gucken wir mal.
Mopsgeschwindigkeit. Ja, mit 1 Meter pro Sekunde, ich sag's doch. Hätten wir doch mehr gemacht. Achso, bringst du die gerade schon ab? Okay, sie bleiben zumindest aneinander. Oh Gott! Zumindest kriegen wir von den Dingern noch Schub. Oh, so schlecht, Alter, so schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Sind übrigens noch den Fallschirm. Das Problem ist, dass du wieder mit der Nummer angeschoben und antrieben. Oh, und wir können es auch nicht mal kontrollieren, weil es schon abgekoppelt ist. Der muss erstmal ausbrennen. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ist hier noch ein bisschen drin? Es freut sich keiner. Vielleicht der Letzte. Ja! Da wollen sie doch! Oh Gott, das war schlecht, ey. Solange sich einer noch freut, ist alles gut. Ja. Oh Gott. Wobei immer ein Freiwilligen, der springen will. Ja. Einer ist immer dumm genug, um sich zu freuen. Guck mal, wann ist es noch. Kann man von der Zeit beschleunigen? Ja. Aber es sinkt zumindest schon. Nee. Oder? Doch. Aber ich glaube, es ist zu schnell. Ja, durch die Zeitbeschleunigung. Ah ne, er ist noch nicht ganz ausgefahren, der Fallschirm. Jetzt, ja. Ah ja, das schafft die Kapsel 8 Meter die Sekunde. Und Strand oder eher doch noch mehr? Beides. Erde? Ne, eher auf Erde. Oh Gott, oh Gott. Gott, das war so absolut geil. Das war extrem gut. Okay. Alles gut, alles gut. Gut, das war's mit zwei verpeilt und der Fighter Force. Bei Körbel. Körbel blind gespielt, also ich hoffe, es war wenigstens für euch genauso lustig wie für uns. Oh Gott, ey. Ich sag mal, haut rein. Ciao. Yo, ciao.